Moin Moin, liebe Zocker, hier ist mal wieder der Agri für euch am Start. Und der Ja, cool. ist auch dabei. Und wir beiden spielen jetzt hier eine Runde Planetary Fortress Survival. Wir wollen nämlich ein bisschen auf Survival-Tour hier gehen. Was muss ich machen? Co-op All oder was? Ja, würde ich sagen, ne? Machen wir das mal. Und das andere? Class Mode? Ja, lassen wir mal. Oh, hat er schon ausgewählt. So, und jetzt hast du hier so eine Kommando. Lassen wir zusammen in eine Base fliegen. Lass mal da oben rechts reinfliegen hier. Die zischt gut lang, ne? Ja, die schlitzen los. Ja, und dann kannst du hier ausladen. Und dann lad da mal deine WBFs aus. Dann können die schon sammeln. So, und für jeden Kill kriegst du jetzt hier halt so ein paar Herzen dazu. Der Benutzer definiert spielt und dafür kannst du dann auch wiederum, wenn du jetzt mal auf den WBF klickst, dann kannst du die Herzen da verkaufen oder dir 55 Herzen? Mineralien da welche dazu kaufen. Was mache ich mit den Mineralien? Ja, du baust jetzt vorne erstmal eine Abwehrstation auf. Jetzt lass uns mal da vorne mal so ein paar. Achso, nochmal bauen. Genau, erstmal hole ich mir jetzt seitlich so eine planetare Festung nochmal dazu, die ich dann ausbaue. Nee, das würde ich weiter hinten hinsetzen. Ist, glaube ich, besser. Was baue ich denn vorne hin? Turrets und sowas, ne? Achso, Depots brauche ich erstmal. Turrets oder sowas. Ich baue mir einfach eine zweitplanetare Festung, dann passt das meistens. Und jetzt können wir vorne erstmal schön ein paar Abwehrstationen aufbauen. Ich hole mir vorne, hole ich mir erstmal so eine Linie Flammenwerfer. Und dann kannst du hier in der Kommandozentrale auch noch Upgrades drin vornehmen. Oh, alles mal so bauen, kennen und sowas. Und das kannst du gleich noch alles schön upgraden. So, da ist ja schon der erste Stachelkrabbler. So, nochmal so eine kleine Feuerteilchen aufbauen. Kann ich Einheiten auch bauen, oder was? Ja, kannst du auch nachher bauen. Also wir haben es fast einmal geschafft. 3 Minuten haben uns noch von der Zeit gefehlt. Hast du noch nie geschafft? Einmal fast. Wir waren dann wieder zu übermütig und sind mit der ganzen Masse rausgefahren. Das war nicht so optimal. Wie kannst du denn Tanks bauen? Kannst du auch später alles bauen. Also erstmal vorne die planetare Festung aufbauen. Und jetzt kannst du hier auf B, kannst du jetzt verschiedene Upgrades noch vornehmen. Und wenn du dieses Research Advanced Unit holst, dann kommst du halt auch, kannst du auch Tanks und was bauen, die werden dann freigeschaltet. Also ich kann ja jetzt gleich einen Tank schon bauen. Ich? Ja, dann. Doch. Ja, geht das schon. Wo kann ich denn Research machen? In einer planetaren Festung. Ich kann es hier ausbauen, das ist gratis. Dann, aber schön nach vorne stellen, sonst werden die hier weggeballert. Das ist dann nicht so optimal. Kann ich Upgrades auch irgendwo machen? Jo, auch da, bei B. Wo? In einer planetaren Festung über B kannst du auch Angriff und Panzerungs-Upgrades und sowas machen. Weitschuss, also Range kannst du dann noch entwickeln. Ganz viele Sachen. Richtig cool. Vortex. Ja, das ist auch geil, ey. Aber es kostet auch Mineralien. Das kostet ja voll die Herzen. Achso, Herzen. Muss ich erstmal welche killen hier wahrscheinlich. Du kannst hier auch zum Beispiel welche, wenn du auf einen Mineral, also auf einen WBF mal klickst, steht da auch Buy Minerals oder Buy Research Points. Ah. Dann kannst du das auch umtauschen, aber du kriegst da eigentlich auch für Kills, also daher passt das normalerweise so. Also Tanks sind hier schon richtig optimal. Ach was, die killen aber ganz schön schnell, meine Cannon da. Ja, das geht schon gut ab, ne? Na, es wird noch viel härter. Es ist ja hier noch Pillepalle momentan. Kann man reparieren auch? Jo, klar. Da sind sie schon drin. Absturz. So schnell geht das, das hätte ich natürlich auch nicht gedacht. Ja, ja, ist noch alles im Grün. Ein paar Sachen wieder aufbauen hier. Du
Kannst du schön reparieren. Und jetzt siehst du schon, jetzt kriegst du auch mal schön ein paar durch die Kills auch mal welche von diesen Herzen wieder dazu. Ah, jetzt können wir Upgrades machen. Ja, nochmal. Wie baue ich denn so einen Raketenturm überhaupt? Wo ist der denn? Hm? Finde ich gar nicht. Ach, da unten, ah, Inferno-Turm. Jo. Kannst ja auch gleich noch Satellitenzentrale und sowas aufbauen, wenn du genug Kohle hast. Ganz hilfreich. Du kannst ja auch die Herzen verkaufen für Mineralien, dann kriegst du relativ schnell Mineralien dazu. Jetzt hole ich mir erstmal Fett-Tanks. So, was hole ich mir jetzt hier nochmal? Alter, die killen meine WWFs ja vorher, die Säcke. Ja, die kannst du auch noch später tarnen und so. So, ich pulver da jetzt aber erstmal schon gut Tanks raus. Den Tanks geht das einigermaßen dann. Alter, wo hast du denn so viele Tanks? Ach so, die kann man auch. Ah, Reaktor kann man bauen. Ja, genau. Voll die Tanks baust du. Ja, das müssen wir gleich nochmal spielen. Können wir machen. Du kannst ja auch, du kannst die Herzen auch, wie gesagt, gegen Mineralien eintauschen. So kriegst du halt wesentlich schneller Mineralien halt dazu, ne? Was kann ich? Die Herzen eintauschen gegen Mineralien. Dadurch kriegst du halt vollständige Mineralien. Du kriegst ja für jedes Herz 50 Mineralien. Ja, ich habe jetzt erstmal Upgrades gemacht. Kann ich auch so viele Tanks bauen die ganze Zeit. Ich habe auch schon ein paar Upgrades. Ah, die sieht man ja gar nicht. Die Upgrades. Nee, aber du siehst es, dass es funktioniert auf jeden Fall. Und das ist Range-Upgrade, ist richtig geil. Letztes Mal hatte ich einen Range von 32. Die haben so weit aus der Basis rausgeschossen. Ja. Range-Upgrades auch. Ah, sind natürlich auch teuer, ne? Upgrade Range, da. Okay. Double Energy Regenerate for your Planetary Fortress. Double your Planetary Fortress Amount of Energy oder Double the Amount of Resources. Wo kann ich Advanced? Was? Wo kann ich Advanced Dings machen, dass ich Advanced Einheiten bauen kann? Das ist das, wenn du ganz unten hier Resource Research Advanced Units. So ein kleiner Ghost ist da abgebildet. In der planetaren Festung? Ja, genau. Ja, great. Mhm. Ah, da. Ah, ja. Zu los, oder was? Alles klar. Ja, müssen wir mal telefonieren nachher, ne? Wie das weitergeht. Ja. Echt? Cool. Alter, wie viele Tanks hast du denn schon? Jeder Schuss ein Treffer! Läuft schon ganz gut. Nicht genügend. Da kommt nicht viel durch. Guck mal, SCV Fusion Armor. Hier siehst du, jetzt sind keine, die. Keine Herzen dazu, weil ich gar nichts mehr kille. Du killst immer schon alle vorher. Ja, willst du mal ein bisschen nach vorne stellen, die Tanks? Zum Schluss sollte man auf jeden Fall dann diese Shuttles holen. Warte, ich gehe hier mal mit in meinem kleinen Bereich mit, gucken wir dann nach vorne noch. Krieg ich denn, tschüss.
Wo kriege ich denn Shuttles? Unterwegs. Kannst du später aufbauen noch. Kannst du auch noch andere Gebäude da gleich bauen. Und stell deine mal auch mal weiter nach vorne. Kriegst du auch mehr, ein paar mehr Kills. Vielleicht mal so eine kleine Schneise hier. So. Hier, Anti-Air-Attack ist auch ganz wichtig. Zum Schluss kommen nicht voll viele Mutterschiffe. Allow units to structure to do not normally attack air. Gain ability to attack air units. Also allow air-only attacking structures to attack ground units. Und dann kannst du halt mit den Tanks halt auch auf Boden und Luft schießen. Wo macht man das? Auch in der planetaren Festung. Ist links, glaube ich, zwei, also von unten, also in den Linien. Ah, ja, da habe ich, ja, sehe ich schon. Das zweite von links, genau. Ja, dann können die gegen alle schießen, oder? Ja, genau. Hm. Nicht genügend Mineralien. Das bumst schon ganz gut, ne? Ja. Dann beim letzten Mal habe ich auch gesagt, wow, ist ja voll easy, ne? Da passiert ja gar nichts mehr. Ja, und dann kamen die dicken Mutterschiffe, ey. Und dann war es, ey, das war echt so schwer. Wir standen aber auch schon hier, ne? Bei der Kenne standen wir schon, mit unseren Tanks. Und dann kamen die dicken Dinger da an. Deswegen, später musst du auf jeden Fall noch ausbauen. Du kannst hier noch viel geilere Sachen bauen. Ja, man könnte ja eine zweite Base auch sogar aufmachen, ne? Ja, ja, sollte man. Da kommen sie wahrscheinlich sofort, oder was dahin? So, da kommen sie auf jeden Fall schnell hin. Ja, ich glaube, ich werde jetzt erstmal hier kurz mal meine planetare, wie heißt es jetzt hier? Meine Satellitenzentrale ausbauen. Kann ich mich noch Mule anfordern? Weil wichtig, dass man hier auch Fettkohle kriegt. Wenn sich später dann die richtig fetten Tower kaufen kann. Was sind denn fette Tower? Hm? Was sind denn fette Tower? Ja, das sind halt so Brutwar-Cannons und sowas. Brutlord-Cannons gibt's hier auch und sowas. Aha. Nice. So. Hast du schon Range Upgrade? Die hängen da fest, ey. Scheiße. Oh, das ist gar nicht mehr so einfach, so ein Ding zu killen hier. Was für ein Ding? Ach, ich wollte hier so einen. Einen von meinem Tank killen. Oh, jetzt kann ich hier einen Lurker noch bauen. Shuttles. Kolosse kann ich jetzt auch noch bauen. Und diese Dingels kann man auch noch bauen. Ja, Dingels habe ich doch schon. Vielleicht zum Schluss mal Thors oder was holen noch. Vielleicht ganz optimal. Mal Ghosts ausprobieren. Snipen die auch automatisch? Hm? Snipen Ghosts wohl automatisch? Keine Ahnung. Ich bin jetzt noch nicht getestet. Ich habe mir jetzt erstmal hier Upgrades geholt. Hast du dir schon Shuttle geholt? Ja. Wo willst du denn hin? Hast du nach vorne?
Kannst damit juken, nee, ne? Nee. Level 3 jetzt. Lol, so. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum ich das nicht einladen kann. Alter, wie viele Tanks kann ich denn da reinpacken? Guck dir das mal an! Krass. Da hole ich mir jetzt auch nochmal eine andere Base oder was? Lol, jetzt habe ich die ausgeladen hier wieder. Wollte ich doch gar nicht. Ach so, ich kann nicht. Ah. Muss erst hinfliegen und dann kann ich sie ausladen. Kann man eine schöne Linie holen? Da wollen sie auch schon rein. Sofort gerochen. Ja, ist doch schön, dann kann ich sie auch noch mal ein bisschen anlocken. Ein paar Dingels noch rüberpacken. Das sind meine Planetare, meine beziehungsweise. So, die Zentrale ist auch gleich fertig. Und lass mal zusammen da nochmal sammeln an der schönen Base hier. Ich schau mir erstmal die fetten Angriffs-Upgrades hierfür noch. Hier schön Dingels noch rüber, damit unsere Tanks auch noch die ganze Zeit geheilt werden. Schön, schön. Kann Mutis nochmal anfordern? Das ballert, ne? Ja. Ich brauche ein bisschen mehr Kohle, ey. So, es wird auf jeden Fall noch schwerer. Man denkt jetzt so, oh, geht ja alles, ne? Er geht ja auch noch eine ganze Zeit, so wie es aussieht, ne? Ja, oh. 29 Minuten noch. Jetzt kann ich mal gucken, was war. Irgendwo konnte ich auch noch diese. Ach genau, mit V kann man Verbesserte noch holen. Muss mal auf V gucken. Sehen wir zum Beispiel diese Brutlord kennen. Will ich mir jetzt erstmal hier einige von. So, und dann gute Yamato-Turret. Wo geht? Boah, ist auch mega teuer. Ja, die Base sieht auch schon ganz gut geschändet aus. Aber sollten wir uns auf jeden Fall von der Yamato-Turret sollten wir uns natürlich auf jeden Fall einige holen. Weil die, wirklich der Schluss ist hier echt schwer. Sind denn Yamato-Türme?
Kannst du auch. Was sind dafür fliegende Dingens? Das sind Brutlord Kens. Also. Die gehen steil. Wo hast du die gebaut? Du kannst auf verwässerte Gebäude noch klicken. Kannst du auch noch bauen. Mit den. Mit den WBFs, ja. Verbesserte Gebäude, wo denn? Achso, V. Ah, V, ne? Ja. Shield push ich jetzt auch nochmal hoch. Ich frag mich ja, wie viele Upgrades man hier machen kann, ne? Ja. Wahrscheinlich unendlich. Dass das Spiel vorbei ist oder so. Das wäre krass. Also die Yamato-Kanonen sind anscheinend auch am teuersten. Dann plucke ich davon mal so ein paar hin. Wie gehen die überhaupt ab, ey? Das ist ja so krass. Wann geht's los? Noch ist das alles hier im grünen Bereich. Nicht genügend Mineralien. Die Einheitenmasse reicht ja locker aus. Hauptsache man hat sich. Alter Falter, ey. Jetzt kommen die dicken jetzt Ultralisten die, gleich, ey. Ja. Die Ultralisten sind da. Passiert aber gar nichts, passiert hier. Hier, bau hier mal zu, auch zur planetaren, zur Satellitenzentrale aus. Oh ja. Oh, 4000 Mineralien, wo wir jetzt mal gerade einmal durchgepumpt. Schon recht dicke Einheiten jetzt. Jo. Range-Upgrade hier nochmal holen. Und Angriffs-Upgrade gleich nochmal. Dass nicht alles so teuer wäre, ey. Na, Immunes sind echt wichtig. Ja, noch mal ein paar Dingels kaufen. Dingeldongels. Boah, diese eine Tank da vorne, ey, die haben ja auch alle Massive Kills, ne? Ja, gespannt, ob wir das hier schaffen, ey. Echt. Donnerkanonen. Ja, das muss man alles manuell machen, ne? Das ist ein bisschen doof. Was denn? Die Donnerkanone zum Beispiel. Von den Tors. Ja? Ja. So, ich baue mal ein paar von diesen Dingern hier noch auf. Weil es dann auch gleich heikel wird. Lange ist nicht mehr. Ich glaube, die letzten 5 Minuten geht richtig ab. Ich kann mir endlich meine Satellitenfestung kaufen hier. Hauptsache schön Energie-Upgrades. Ich mache jetzt hier erstmal die ganze Zeit Angriffs-Upgrades. Mal gespannt, ob wir das hier schaffen diesmal. Echt. Ich habe halt am Anfang viel zu wenig gemacht, so, ne? Was ich noch gleich wissen. Ja, gut, geht. Aber jetzt sieht es ja ganz gut aus schon, ne? Ja, das stimmt.
Bis jetzt kommt hier ja nichts rein. Alarmanlage an. Eva? Das höre ich auch die ganze Zeit. So ein Eva? Ist sie mehr hier? Keine Ahnung. Hm. Mein Bulli hat keine Alarmanlage. Eins ist aus. Ja. Jetzt höre ich es wieder. Ja. Ich muss mal kurz gucken, was das ist. Ja, ja. Kann man ja nachvollziehen. Oh, Reichweite erst bei 19. Sollen wir noch ein bisschen mehr Kohle anschaffen hier. So, aber lieber nochmal Angriffs-Upgrades, glaube ich. Ich habe keinen Plan, das kommt irgendwie von draußen. Eva? Was ist das? Ja. Und wo? Ist er auch nicht, ne? Ich glaube, ich sammle erstmal, bis ich diese 1000 da zusammen habe. Cool. Ja? Es gibt ja sowas, ja, was du für 1000 freischalten kannst. Tschüss! Achso, man muss jetzt ja langsam schon mal sammeln, wenn du sagst, man muss das hier auf R auch schießen können, ne? Was kostet denn das? 100 kostet das. Ich will mir ja Nuklearschlag jetzt holen. Vielleicht müssen wir auch zum Schluss auch ein bisschen Vortrex hier nutzen. Ja, das ist ja jetzt ganz geil hier, guck mal hier. Kannst du für 200 nutzen. Ja, stimmt, habe ich auch schon gesehen. Man hat ja voll viel Energie. Mhm. Wir hätten bei unserer anderen Base vorne auch mal eine hinstellen sollen, eine planetare Festung. Ja, geht ja leider nicht. Man kann ja nur eine kaufen, das ist ja das Problem. Ach so. So, ich habe jetzt fast 500. Ich will mir diesen Nuklearschlag unbedingt holen. Wo kannst du den dann ausführen? Auch von der Festung aus, oder? Weiß ich nicht, das habe ich bis jetzt noch nicht gehabt. Das wird gleich mal ganz interessant, das herauszufinden, ob das dann auch so klappt. Ich habe ja auch immer noch nicht alle Einheiten mir gekauft. Ich glaube, ich hole mir jetzt auch erstmal eine Masse Tors dazu. Dann mal gucken, was haben wir denn hier noch, was gut gegen Luft ist. Eigentlich nur Tors, ne? Ja, ich kaufe auch noch ein paar Tors hier bei uns in der Hauptbase. Ja, weil das wird gleich echt heikel werden. Das wird ganz, ganz schwer. Aber ich glaube, wir sollten uns auf G4 von diesen Yamato-Türmen holen. Ich habe da ja schon mal ein paar gebaut. Weil wenn es gleich auf die letzten 10 Minuten losgeht, dann rappelt das hier ordentlich im Karton. Ich glaube, bei den letzten 5 Minuten wird es am schwersten dann halt. Mhm. Deswegen will ich jetzt erstmal hier auf diese 1000 kommen, um das mir mal zu kaufen hier. 800 habe ich jetzt gleich. 48. Hier steht, allows your surrounding units and structures to be invisible. Do not cloak the planetary fortress. Cloaking protects against nuclear missiles. Kostet direkt 1000, muss ja gut sein dann. Ich kaufe mir hier mal Yamamotos. Jo. Immer schön Mule nutzen, machst du aber auch, ne? Achso, nö. Du kannst viel mehr anfordern. Ja, stimmt. Hast du viel mehr Kohle. Gar nicht dran gedacht. Mal ordentlich eine Batterie hätte stehen. Ja, auch wenn unsere Hauptbase im Arsch geht, ist ja auch nicht so wild. Hauptsache, wir können die hier halten. Hier kann ich nicht bauen. Ich stecke ganz schön in der Klemme hier. Das geht nicht, da ist kein Platz. Und jetzt habe ich hier 1000. Ich mach das jetzt einfach mal. Alter, hier! Wenn die Einheiten getan von der planetaren Festung. Oh. Nicht gut. Das ist nicht schlecht. Ja. Paar Tors da noch hinpacken hier vorne? Passt da nicht mehr hin, der eine. Da, schön. Ich
schaffen es ja nicht mal, die Yamamotos hier vorne zu killen. Naja, pass mal auf gleich. Ich auch gedacht, du, ist ja alles ganz easy. Und dann kam der dicke Knall. Ich baue jetzt hinten auch nochmal 4 Stück auf von diesen Yamamoto-Kanonen. Mal die letzten Upgrades hier holen. Guck, was hier noch so geht. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Range hole ich mir, glaube ich, nochmal dazu. Und Heal? Ne. Ja, das sollte ich mir vielleicht mal gleich gönnen. Dass auch getarnte Einheiten aufdeckt. So. Gib mir was zu tun. Okay, Baby. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Jetzt kommen schon Flieger dazu. Hast du schon, dass sie schießen können gegen R? Ja, habe ich schon. Kostet ja auch nur 100. Ja, eben. Sollte man sich dann schon gönnen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Die Basis unserer Verbündeten wird angegriffen. Geht aber noch alles. Noch läuft es. Da sind ja auch noch 10 Minuten, dann haben wir es geschafft. Aber ich war letztes Mal mir auch so sicher, dass wir das schaffen werden. Und dann ging es ganz schnell nach hinten los. Hat sie auch 2 Bays? Jo. Aber nicht so gut befestigt. Schon gut, aber nicht so gut. Diesmal läuft das echt schon ein bisschen besser hier. Ach, ich habe 300, deswegen kann ich es mehr bauen. Keine Einheiten. Ja, musst du halt welche welche Turrets aufbauen am besten. Ich wollte gerade, jetzt habe ich nur einen einzigen Templer. Ich wollte eigentlich noch ein paar mehr Templer. Schöne Stürme. Oh, guck mal hier, da vorne die Turrets wurden auch schon gut angegriffen. Oh, jetzt kommt ja hier eine schöne Masse, aber Hauptsache Range stimmt. Shield und Range. Noch läuft's. Range noch mal holen und am besten mal ein so ein Teil so ein bisschen nach vorne fahren, so ein Dingel, so ein bisschen schneller Sicht hat. Ja, die knallen ja gleich ab, die Dingel dann, oder? Ja, wenn sie getan sind, nicht. So. Halt nicht zu weit raus, ne? Also ein bisschen Sicht ist schon mal ganz wichtig eigentlich. Wenn man so sieht, die Range hat. Alter, wie das ballert. Ah, ich glaube, noch eine Basis aufzubauen ist dann auch ein bisschen schwer mit dem Verteidigen. Ja. Ja, wenn dann hätte es er wahrscheinlich schon machen müssen. Ne? So, nochmal Angriffsupgrade. Oh, schon schön. Nur zu.
und weiter geht's. Bäm, die knallen da drauf, ey. Kannst natürlich keine Upgrades mehr machen, wenn sie planetare Festung hier vorne killen, ne? So sieht's aus. Darf uns nicht passieren. Schaden 80. So, gleich eine Minute haben wir noch. Jetzt die letzten Turrets aufbauen und dann geht's gleich in die letzten 5 Minuten. Oha. Oha, oha, oha. Nicht genügend Mineralien. Ich hab ein bisschen Angst. Ist das echt genau ab 5 Minuten, dass es dann stark wird? Ja, ich meine nach 5 Minuten, ja. Ja, jetzt ist Level 6. Ich glaube, ich hole mir auch Massive Vortrex gleich. Schlechte Neuigkeiten? Nicht genügend Mineralien. Müssen wir ein bisschen Mineralien noch sammeln? Ich sitze in der Patsche! Ah, da sind die Mutterschiffe da, siehst du es? Ja. Krass. Ah, das, die werden aber hier ganz schnell weggewämst. Ja, letztes Mal standen wir auch draußen halt. Na, aber guck mal, da kommt jetzt eine ganz schöne Masse an. Ja. Aber trotzdem, keine Chance. Meine Yamamotos. Alter, Falter, ey. Ja. Da kommt ja nichts rein. Aha. So muss das sein. Ah, ich glaube, es wird aber noch ein bisschen heftiger. Guck mal, die kommen jetzt schon näher ran. Guck mal, hier vorne haben sie sogar schon was zerstört. Ach, guck mal, ich kann sogar da bis dahin das Vortex machen. Ja, das ist ganz gut. Könnte natürlich passieren, dass sie genau dann rauskommen, wenn dann die nächsten schon kommen. Ne? Das ist natürlich nicht so gut. Aber vielleicht müssen wir es zum Schluss nutzen. Ja. Aber es sieht schon echt, sieht gut aus. Zack, hier hängen jetzt zwei welche drin. Ja, ja. Alter, Falter. Oh, aber da gehen ganz schön auf meine planetare Festung. Mhm. Ach, die haben die halt sehen, ne? Gekillt. Boah, guck mal da, ey. Mal ah, meine mal. Planetare Festung ist hin. Ja, meine ist auch. Zwei, da geht hin, noch mal Pam. Ein paar Mules mal. Achso, die ist ja sofort wieder da, wenn du sie da baust. Ah, jetzt geht's so ein bisschen mehr ab, ne? Ja. Die bahnen sich nach vorne. Ja. Aber wir, die haben wir nur noch eine Minute. Ja. Dann haben wir es geschafft. Ja, das schaffen wir locker hier. Jetzt muss ich aber echt schon gut hier meine planetare Festung heilen. Alter Falter, ey. Das muss man irgendwo noch auf noch schwieriger stellen können, oder? Guck mal, dafür, dass ich es jetzt das erste Mal spiele. Ja, das stimmt. Du spielst ja auch mit einem absoluten Top-Spieler. Ja, deine planetare Festung ist auch gleich hin. Bereite dich schon mal vor, dass du eine neue machst. Na, ich repariere noch. Ich habe auch eingestellt, dass ich jetzt also das Upgrade dafür gemacht habe, damit es sich schneller repariert. Oder alle Strukturen sich schnell reparieren. Ja, guck mal, hier unsere Dings schaffen sie vielleicht. Nee, ich glaube nicht. Deine Tor sind da ja auch mit dabei noch. Und 5, 4, 3, 2, 1 und Jiha! Ja, du solltest immer mit mir spielen, dann gewinnst du solche Spiele auch. Ja, echt? Ey, es geht ja weiter. Achso, ne. Sehr schön. Krasser Scheiß. Ja, erstes Game.
Pro-Gamer. Pro-Gamer, er cool war dabei. So, jetzt muss ich aber auch los. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Agri. Und Erkul, ciao. Ciao.